Es gibt wieder News. Ja, zum Glück, willkommen zu Staffel 2 von Wochenrück. Zu einer neuen Staffel von Wochenrück. Es ist jetzt schon 3.33 Uhr in der Nacht auf den Sonntag und ich sage Ho zu einer zweiten Staffel. Das war eine Mischung aus weiteren und zweiten Staffel hier, aber gut, willkommen hier bei Wochenrück Staffel 2. Und ja, jetzt wird alles ein bisschen anders werden wie bei Blue Like. Ich hoffe, es kann ein bisschen regelmäßiger kommen und wir schauen einfach mal, wie es jetzt losgeht. Als erstes würde ich sagen, schauen wir uns mal die Videos an, wie es so ausschaut. Und bevor wir das machen, schauen wir uns aber auch noch an, wie viele Abonnenten wir haben. Wir haben momentan 2725 Abonnenten plus 26 in den letzten 28 Tagen. Ziemlich cool. Gut, dann gehen wir mal auf die Videos, was da kam. Die letzte Woche, da kam hier einmal das Video, der letzte Black Part, 44 Aufrufe, 8 zu 0 Likes, 7 Kommentare, soweit in Ordnung. Dann hier Go Vacation kam, passt auch, mit 67 Aufrufen und 15 Likes. Dann habe ich hier mit Superscard wieder weitergemacht, genau. Dann hier ein Animal Crossing Video, dann hier unser erster Part von Oh Godcast und hier Glücksweg schätzen wie jeden Donnerstag. Dann Superscard 1.a.k. Publication, dann ein Unboxing für den Stream, den ich auch gleich ansprechen werde. Der Battle of Music sollte jetzt jeden Samstag kommen. Und hier dann ein Stream Best Of, geschnitten von der guten Julie. Und hier dann der erste Part der neuen Staffel von TTT. Ziemlich nice. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu den Streams. Und die sind hier. Da kam seit dem 15. März, also seit der letzten Folge, kam hier einmal ein Just Dance Stream. Da haben wir nochmal Unlimited getan. Jetzt habe ich es nicht mehr, aber ich möchte es eigentlich gerne wieder mir holen. Mal gucken, wann es dann soweit ist. Dann haben wir hier am Nisa dem Hard Mode angefangen. War ziemlich hart, tatsächlich, aber es ist auch der Hard Mode. Und ja, wir sind tatsächlich schon, ja, würde sagen, ein Fünftel, ein Sechstel vom Spiel haben wir geschafft. Und wir haben jetzt einmal saven müssen. Also soweit passt es schon. Die Stelle, die vor uns liegt, ist ein bisschen schwer, aber wir spielen nächsten Donnerstag weiter. Und da hoffen wir, dass wir da auf jeden Fall weiterkommen. Ich versuche immer so, keine Ahnung, so um die 2 Stunden zu spielen, 1,5 Stunden. Da, um halt mich nicht zu fertig zu machen, weil Amnesia ein sehr hartes Spiel ist und auf Hard Mode natürlich jetzt nicht unbedingt einfacher. Genau. Dann kam ja auch noch die ersten beiden Streams von Animal Crossing, Pocket Camp sei schon, New Horizons. Und da wird es heute wieder ein Stream geben. Mal schauen, wann genau, ein bisschen später vielleicht. Ich weiß es noch nicht genau, wann dieses Video kommt. Vielleicht war schon der Stream. Nee, wahrscheinlich wird er danach sein. Und genau, was ich noch sagen kann, morgen, also am Montag, wird ein Stream kommen von Formel 1, wo ich ja schon mal angefangen habe, einen Stream gemacht, also habe ich so einen Stream gemacht und da will ich jetzt Montagabend so 18.30 Uhr oder 19.30 Uhr, ich weiß nicht genau wann, da wird es dann eben noch einen Formel 1 Stream geben und das wird ziemlich lustig werden, weil ich überhaupt kein Formel 1 kann und ich hoffe, ich fuck meinen Teammate nicht zu sehr ab, aber wir werden dann mal schauen, was dann so abgeht, genau. Jo, was kann ich sonst noch sagen? In letzter Zeit, die letzte Woche war viel mit Arztterminen. Ich war beim Ohrenarzt, weil ich eine Ohrenentzündung auf dem Ohr hatte. Ich beim Augenarzt habe eine neue Brille verschrieben bekommen, weil meine Augen nicht mehr die allerbesten sind. Ja, genau. Und sonst, was war noch so los? Ich habe fast jeden Abend mit meinen Kumpels von meiner alten Schule bis um 3 Uhr nachts, manchmal auch bis 4 oder sogar einmal bis 4:30 TDT in der Nacht gespielt oder einfach Garry's Mod. Und da habe ich jetzt auch tatsächlich, ich kann es euch zeigen, habe ich jetzt auch die 400 Stunden geknackt. Ziemlich nice. Und genau, in Dead by Daylight bin ich noch kurz vor den 900 Stunden. Da will ich aber auch noch bald die 900 Stunden schaffen. Ziemlich heavy. Aber genau, Rocket League habe ich auch mal wieder angefangen zu spielen. Macht mir auch Spaß und da kann ich vielleicht mal wieder was bringen. Ich weiß es nicht. Mal schauen, vielleicht mal in irgendeinem Stream oder irgendwas. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ich mal wieder Rocket League spielen soll. Oh ja, weiß ich jetzt noch nicht genau. So ist das Ganze. Gut, dann würde ich sagen, dass ich noch kurz ansprechen werde, was jetzt hier großartig sich ändert hier in Wochenrück. Also ich werde Wochenrück eben die Folgen so lange raushauen, wie sie sind. Wenn der Part jetzt auch noch 5 Minuten schon zu Ende ist, dann ist er halt nur 5 Minuten, aber ich möchte ihn relativ regelmäßig bringen, weil ich denke, das macht schon Sinn. Und ich möchte auch nicht zu sehr an dem heißen Brei rumreden. Was ich auch noch auflösen kann, ist die Umfrage von dem Key Games, von der Umfrage, genau, also das schaue ich mal kurz, Survey Monkey. Da schaue ich mal kurz rein und da gehe ich mal kurz auf die Key Games
Umfrage, Abstimmung. Da muss ich hier kurz Survey Monkey gehen. Ich bin hier angemeldet oder ich muss mir das noch anmelden. Und dann kann ich euch das zeigen. Ich hoffe, es ist in Ordnung, wenn ich das ist alles mehr oder weniger durchrede, ohne dass ich jetzt großartig jetzt hier viele Cuts setze. Ich hoffe, das passt soweit. Wir schauen mal das Ergebnis an. 5 Abstimmungen gab es bei der Keygames Abstimmung. Und da gab es ja einige Spiele. Und wir schauen uns die jetzt mal an, wie das eben so war. Gut, dann schauen wir mal, was da so rauskam. Dann haben wir hier die Keygame-Abstimmung und dann schauen wir hier mal, welche Spiele eben so gevotet worden sind. Also, Tourist Bus Simulator hat 3 Votes. Dann, was haben wir hier noch? Hier, Hentai Jigsaw Puzzle und Harvest Life haben auch 3 Votes. Und hier Alchemy Garden haben auch 3 Votes. Dann würde ich sagen, dass die alle, die 3 Votes haben, im nächsten Keygame-Stream mal drankommen. Und dann würde ich sagen, kommen die mit den 2 Votes dran. Also das sind dann hier Big Journey, Dude Simulator 3. Okay, und vielleicht dann die... und dann vielleicht noch ein paar von den anderen Spielen hier. Und dann halt noch weitere. Also weiter gevotet wurden noch Awesome PE 2, Dog Fantasy, Jigsaw Puzzle, Demon Pit, Frustrate Abed, Gravity Battler oder Baller, was auch immer das heißt. It's Quiz Time. Und Morphite, Music Racer, Playcraft, Shadow Flutebox, genau, die Spiele und Transport Services, Celsius Peschenko mal wieder und Zombie Mörder, die wurden gevotet, also die werden noch dabei kommen. Ich werde mir das zusammen machen und dann habe ich bald wieder einen Keygame Stream. Genau, was ich noch sagen kann, ist, dass jetzt ja Corona-Zeug und so weiter ist und da ist es jetzt so, dass ich tatsächlich trotzdem Uni habe, aber von zu Hause aus. Also ich habe keine richtigen Vorlesungen, sondern Veranstaltungen, weil es dürfen irgendwie keine Vorlesungen da sein. Das gibt es irgendwie so rechtliche Probleme. Und da habe ich ein paar Tage in der Woche, in der Früh quasi, habe ich da Mathe. Und ja, da muss ich so Tests machen, die 1,5 Stunden gehen, ist gar nicht so ohne, aber ich denke, es ist möglich, dass das Semester komplett gecancelt wird, weil wie es aussieht, sieht es mit dem Coronavirus gar nicht gut aus. Und ja, ihr könnt mal abstimmen beim i hier oben, wie das ihr denkt, wie es mit dem Coronavirus weitergeht, ob der bald besser wird oder ob ihr sagt, da wird sich jetzt erstmal nichts ändern, der bleibt jetzt eher schlechter oder wenn ihr oder dass ihr sagt, ja, er wird noch schlimmer. Würde mich interessieren, was ihr dazu sagt und so weiter. Und ja, ich denke, ich habe die Abstimmungen, die Empfehlungen verlinkt, wenn ich welche habe. Ich finde es immer nicht nötig, über die Empfehlungen viel zu reden tatsächlich, weil ich finde, dass ich eigentlich immer dasselbe sage, immer der Kanal ist so spannend und das ist so spannend. Für die Leute, die es interessiert, die schauen sich es an und die Leute, die sich nicht interessieren, die brauchen es dann eigentlich auch nicht anschauen. Also checkt auf jeden Fall die Empfehlungen ab beim i oben und genau, dann sage ich das anschauen vor der Folge. War ein bisschen kürzer, aber ich hoffe, das passt und wir kommen bei Budek. Nicht ganz Bulaik, bei Wochenrück der zweiten Staffel, ich bin müde. Und ja, schreibt gerne verschiedene Sachen in die Kommentare, wie es euch gefallen hat und was ihr für Kritik habt oder was ich mal ein bisschen besser machen kann in der nächsten Folge. Das war's schon. Ciao, euer Zickerfli. Tschüss.